Es passiert am vergangenen Freitag. Bushido soll im Club Moon 13 in Frankfurt auftreten. Der 38-jährige Sänger will dabei sein Album Black Friday promoten. Doch der Rapper verspätet sich wegen eines Unwetters massiv. Als er endlich um 2 Uhr in der Nacht auftaucht, warten noch 300 Fans. Aber die Stimmung ist angespannt, wie ein Video beweist. Dort ist nämlich zu sehen, wie ein Begleiter von Bushido komplett ausrastet und einem Gast ins Gesicht schlägt. Bei dem Schläger soll es sich um den Trauzeugen und Freund von Bushido, Arafat A., handeln. Nur Augenblicke später geht ein Security dazwischen und drängt das Opfer ab. Erst dann beginnt das Konzert von Bushido. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.